Ja, die kommen natürlich jetzt hier alle aus der Dunkelheit. Da versuche ich mal hier wegzugehen. So, hier noch ein paar Blöcke hin, lol. Zack. Und da noch. Oh Mann, Alter, ich habe schon wieder so viel zu tun, das gibt's gar nicht. Ich wollte eigentlich zu Broken Sums, ne? Zum Haus. Naja. Ich habe mir auf jeden Fall auch noch so eine kleine Sache überlegt letztens. Und, ja, die fand ich eigentlich ganz cool. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das durchziehen werde. Und zwar One Minute Minecraft. Das ist ein neues Projekt, was ich jetzt so, ja, tatsächlich durchsetzen könnte. Oder was ich, ja, starten könnte. Und was eigentlich ganz cool wäre. Und zwar würde ich da einfach, ja, versuchen, Minecraft durchzuspielen, aber nur eine Minute Minecraft am Tag hochladen. In Videoform. Und das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Das macht ja schon Skate 702. Der hat das Jahr 2016 schon, 2017 schon angefangen. Seit dem 1.1. kommen da ja immer die Videos und wahrscheinlich läuft die Serie immer noch, wenn ihr das Video hier seht. Ja, weil man kommt halt sehr schlecht voran, sag ich mal. Mit nur einer Minute immer. Und naja, es wäre eigentlich ganz cool für mich auch, weil ich gehe ja irgendwann studieren und ja, da habe ich mir schon mal so überlegt, ob ich dann nicht in dem Jahr, wo ich studieren gehe, was dann erst nächstes Jahr wäre, ob ich dann nicht lieber ja, ein bisschen vorproduzieren will. Und damit der Produktionsaufwand nicht so hoch ist, würde ich dann One Minute Minecraft machen. Ich hätte halt einfach ultra Bock drauf und auf meine anderen Kanäle, die ich so habe, passt das Projekt einfach nicht. Es würde halt wirklich nur hier so richtig gut passen. Und deswegen hätte ich das Bock, hier hochzuladen immer. Ja. Und deswegen muss ich mal schauen, ob ich das dann starte. Ich wollte das ein bisschen vorbereiten immer, dass ich auch coole Folgen mache, wo ich dann immer irgendein kleines Thema oder so habe in jeder Episode. Das ist so der Plan. Und ich würde eventuell auch so ein Plugin verwenden, dass ich nach einer Minute gekickt werde und nicht immer überziehe oder so. Und ja, das würde dann wahrscheinlich ja hauptsächlich kommen und vielleicht zusätzlich noch so ein paar andere Videos mal sehen. Vielleicht Boom Beach oder irgendwas. Obwohl ich nicht glaube, dass dann Boom Beach immer noch läuft als Let's Play. Aber man weiß ja nie, ne? Und deswegen, ja, wollte ich das so einplanen erstmal. Ich hätte echt Bock drauf. Also zumindest zur Zeit so. Da so ein bisschen auch zu planen, die Folgen und so weiter. Das wäre schon echt nice. Ja, und vielleicht mache ich das ja, ne? Aber das Problem ist halt, ich würde das gerne erst machen, wenn ich alle meine anderen Projekte ja, so relativ am Ende habe. Beziehungsweise, wenn ich im Klaren bin, ob ich nicht doch lieber andere Projekte machen will, ne? Also, wenn mir jetzt irgendwann einfällt, so, yo, das und das würde ich noch gerne machen hier, dann hätte ich auch sehr viel Bock drauf. Und wenn das dann wirklich viel wäre an Videos, dann würde ich halt auch sagen, okay, dann lassen wir halt One Minute Minecraft. Aber es wäre halt nur cool, wenn ich One Minute Minecraft hätte, wenn ich dann studiere und dann quasi, ja, innerhalb von so einem Monat oder so, so ein Jahr vorproduzieren kann. Das wäre ganz lustig. Ja, und das würde ich auf jeden Fall feiern und deswegen habe ich das so vor. Aber das macht ja wenig Sinn, wenn ich eh schon genug andere Videos habe. Weißt du, da stecke ich natürlich dann mehr Zeit rein, ist klar. Aber wenn ich da halt Lust drauf habe, dann mache ich das halt auch lieber, ne, in dem Moment. Muss ich mal schauen. Ansonsten dann halt One Minute in Minecraft so. Aber ich glaube, das würde auch sehr, sehr cool werden. Also ich würde mir da auf jeden Fall was überlegen, wie ich das ganz gut umsetze. Und ja, also mir kribbelt es da schon so ein bisschen in den Fingern. Aber ich bräuchte halt auch erstmal Vorbereitung. Also das Plugin und so rauszusuchen, mal sehen, was ich da verwende und so. Das weiß ich natürlich noch nicht. Ja, da müsste ich natürlich ein bisschen gucken, dass ich da entsprechend das hinkriege. Lol. Ein Schläferunge von Spark. You got pranked. Okay. Ich mache mal eine Schaufel oder zwei. Damit ich hier das abbauen kann, alles. Ja, und keine Ahnung. Ich habe mir da in den letzten Tagen schon so ein paar Gedanken zu dem Projekt gemacht. Und, ja, ich versuche das dann wirklich irgendwie umzusetzen, ne? Also, wenn es passt, wie gesagt. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber, ja, man kann es ja mal so anvisieren. Auf jeden Fall. Und, ja, da schauen wir einfach mal. So.
Kann ich eben jetzt noch nicht so genau sagen, alles. Naja, aber da werde ich auf jeden Fall vorher nochmal ein Infovideo machen. Ich meine, wir haben jetzt Februar 2017. Ich werde damit frühestens im Januar 2018 anfangen, das aufzunehmen. Das heißt, ja, ich werde mir so im September vielleicht nochmal ein paar nähere Gedanken machen, wenn ich dann eventuell ein paar andere Projekte abgeschlossen habe oder so. Und dann, ja, gucke ich mal, dass ich euch da auch Bescheid gebe. So ein bisschen. Und ja, ich baue jetzt ja auch erstmal die Steine ab. Weil das soll, glaube ich, nicht so sein, ne? Weiß gar nicht, warum die hier so stehen. Keine Ahnung, wer die hier so hingesetzt hat. Vielleicht ist nochmal irgendwer so offline oder so offscreen online gekommen hier auf den Server. Irgendwie so umgespielt, der ewig inaktiv war und hat hier aus Spaß so Steine gesetzt. Was ich mir aber nicht denken kann. Oder nicht, was ich mir nicht vorstellen kann, einfach. Aber möglich wäre es, ne? Oder irgendwer anders. Irgendwer, der wahrscheinlicher wäre. Zum Beispiel Zander oder was weiß ich. Vielleicht hat er irgendwie gewartet auf irgendwas und ist dann mal schnell auf Craft Attack und hat bei G-Time Steine gesetzt, um ihn nochmal zu trollen. Ja. Aber G-Time hat es dann wohl nicht gesehen. Aber hätte er es gesehen, hätte er sich wahrscheinlich auch gewundert, wer das war. Weil zu der Zeit waren schon alle inaktiv. Glaube ich zumindest. So. Moment. So, Moment, warte mal. Ja, ich denke mal, jetzt, so vom Thema her bin ich durch eigentlich für heute. Also, da gibt es eigentlich nichts mehr weiter zu berichten. Wie gesagt, bei Neuigkeiten dann später. Aber jetzt nicht mehr erstmal. Und ja, ich würde dann gerne mal zu den Broken Sums gehen, ja. So. Ich fände es cool, wenn die Broken Sums mal wieder Videos zusammen machen würden. Also nicht auf ihrem gemeinsamen Kanal, sondern halt einfach mal so ein paar Videos zusammen, ne? Auf ihren entsprechenden Kanälen jetzt. Das wäre schon ganz nice. Ich finde zum Beispiel, Malte macht auch scheiß Videos. Ey, ohne Witz, mit seinem Summoners in. Das finde ich echt nicht cool. Habe ich auch schon mal drüber geredet, ne? Über Malte nativ, was ich davon halte. Aber mittlerweile muss ich einfach sagen, der macht einfach nur noch schlechte Videos. Also ich finde das einfach absolut langweilig hier mit, wie heißt das? Bastelboys. Alter, das ist der letzte Rotz. Ich finde das Format einfach so langweilig. Ich habe mir da die ersten Videos mal angeguckt, ne? Das war einfach so, boah, nee, keine Ahnung, das kannst du ja nicht angucken. Und alle anderen seine Formate bestehen aus Rage. Ja, Rage King und wie das alles heißt. Podcar regt das sich eigentlich auch nur auf, auch wenn er da nicht so rumschreit. Dann sowieso Ripwoch, was jetzt ewig nicht kam. Und ich weiß nicht, was es sonst noch so für Formate gibt. Der hat ja irgendwie zig Formate, ey. Er hat, glaube ich, im Dezember und Januar irgendwie fünf Formate gestartet. Das war richtig krass, einfach mal. Wie hieß denn das am Lagerfeuer? Das habe ich auch nicht mehr im Kopf. Da hat er ja so Fragen beantwortet irgendwie oder so. Da ging es so um Gespräch und mit Couchhelden. Da haben sie auch über Broken Sums geredet und genau in dem Moment hat er irgendeinen Scheiß mit seinem Fuß im Feuer gemacht. Als ob er da überhaupt nicht mehr drauf eingehen will, auf Broken Sums, auf seine Vergangenheit. Ja. Finde ich dann auch mal ziemlich irgendwie frech auch, das so zu verleugnen oder, weiß ich nicht, so abzustoßen, sag ich mal, das Thema. Naja. Wenigstens sind die alten Videos alle noch online. Das freut mich schon mal. Da kann ich mir Dr. Winter immer mal angucken, wenn ich traurig bin. Obwohl ja Dumm mit Klängern und Manuizen auch so ähnlich ist wie Dr. Winter. Nur, dass es um allgemeinere Sachen geht. Und dass Klängern dabei ist. Ja, ist aber auch ganz lustig. Also Manuizen macht eigentlich gute Videos. Der hat ja auch nochmal Minecraft gemacht, was mich sehr erstaunt hat. Also zumindest Dumm ist ganz witzig. Aber ich finde, ja, ansonsten kommen auch relativ wenig Videos. Also jetzt mit Gaming Maniacs hat ja Manuizen auch so ein bisschen was immer gemacht, ne? Aber naja, das ist ja jetzt auch umverlegt worden auf einen eigenen Kanal und ich weiß nicht, was er da jetzt auf seinem Kanal außer Dumm, dem Format noch so bringen will. Müssen wir mal schauen. So Vlog zwischendurch mal, okay. Also regelmäßige Sachen vielleicht. Babu News hat er mal angefangen. War auch ganz witzig, müsste mal weitermachen. Ja. So.
Ich fand sowieso Manuizen schon immer witziger als Malte. Auch früher schon. Keine Ahnung wieso. Aber ja, er macht halt einfach die besseren Videos. Ah gut, er hat auch seinen Humor irgendwie verändert. Also früher war er irgendwie anders immer drauf. Ja, aber das ist ja bei allen so, bei allen Leuten. Man verändert sich eben, ne, über die Jahre und ja, das kann man eben nicht ändern. So. Okay, also das Haus von Broken Sums werde ich wahrscheinlich erst in 40 Folgen hinkriegen. So lange soll das Projekt gar nicht mehr gehen. Und ach, by the way, wir haben ja heute Folge 1000, ne, insgesamt. Fällt mir gerade auf. Scheiße. Ich wollte die Folge eigentlich so nennen. Aber jetzt habe ich schon ein anderes Thema angesprochen. Naja, egal. Könnt drei Sachen in den Titel schreiben. One Minute Minecraft, tausendste Folge und ja, irgendwas anderes. Also einfach mal heftig, ne? Tausendste Minecraft-Folge. Also wenn man alle einzelnen Folgen zusammenzählt, aus allen Staffeln, dann auf jeden Fall tausendste Folge. Aber natürlich nicht in der gleichen Welt. Das wäre natürlich geil, ne? Wenn ich in der gleichen Welt gewesen wäre. Aber bin ich ja nicht. Und von daher ist es eben irgendwie doch nicht die tausendste Folge. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht so eine, ja, so eine Brühe drum gemacht, sag ich mal. Ist halt so und ja, ich meine, ist auch schon eine erschreckende Zahl. Also ich hätte niemals damit gerechnet so und deswegen will ich das immer so ein bisschen, ja, verschweigen. Genauso wie Malte seine Vergangenheit beschreibt, oder verschweigt. Da hätten wir den Bogen wieder. Ich mach's genauso. Ich verleugne auch, dass ich schon 1000 Folgen hab. Weil es mir peinlich ist. Weil es schon ziemlich viel ist. Naja. Aber so schlimm ist es jetzt eigentlich nicht. Ich meine, gut, die ersten Folgen waren schon peinlich. Aber davon mal abgesehen, ist es jetzt eigentlich nicht so schlimm. So, Moment. Ich will mir mal. Oh, Alter, hier ist geil viel Cleanstone drin. Das ist nice. Ich will mir mal ein bisschen Erde gönnen, bei G-Time mal wieder. Deswegen gehe ich mal hier rein. So, fragt sich nur, wo er Erde hat. Scheiße. Vor allem hier, gell? Steinkohle. Kann man da drauf, ne? Ja, Kisten sortieren. Ich habe den Überblick über alle Kisten. Ich weiß alles auswendig. Und sortiere es jetzt mal eben so. In 5 Minuten. So, hier hat man noch Erde. Warte mal. So. Hier hat man Erde. Oh lol. Passt gar nicht mehr alles hin. Dann muss ich das halt irgendwie so machen. Zack. Haben wir hier noch Hühnchen? Ah ne, ich gehe mal zu Early Boy. Um mir Essen zu holen. Und ja, dann wäre es das eigentlich gewesen von dieser Folge. Folge Nummer 1000. Ja, hätte ich eigentlich eher dran denken müssen. Hätte ich hier so ein bisschen drüber erzählen können. Ja, aber es geht ja dann morgen, denke ich, auch ganz normal weiter. Obwohl da kein Minecraft kommt, sondern Boom Beach, ne? Oder so, ich weiß nicht. Je nachdem, ob ich diese Woche vielleicht noch ein Special-Video irgendwie aufnehme. Aber ich glaube nicht. So kann ich ja mal jetzt am Ende noch sagen, Special-Videos werden wahrscheinlich dann erst in einigen Wochen wieder kommen. Also vorerst erstmal nicht. Weil ich jetzt einfach die Zeit nicht dazu habe. Aber wenn ich dann Ferien habe, werde ich auf jeden Fall wieder anfangen mit Special-Videos und das dann auch versuchen durchzuziehen, ne? Das wird ganz cool. So. Ja, aber ansonsten geht's halt einfach ganz normal weiter, ne? Würde ich mal sagen. So mit einmal pro Woche aufnehmen komme ich auch ganz gut klar jetzt. Das kann man auf jeden Fall weiterhin so halten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Und ja, lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. So, warte. Ah, gut, das reicht. Tschüss.